Hey, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Magie, liebe Freunde von Magic, liebe Freunde der Papierrechtecke. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen wieder ein kleines bisschen Magic. Das neue Set Dominaria United ist mittlerweile verfügbar. Es ist da und wir schauen mal ein bisschen rein. Und herzlich willkommen natürlich auch an die Back to Warcraft Raider, die vielleicht Magic the Gathering gar nicht so gut kennen. Falls ihr euch denkt, Warcraft 3, das ist immer so anstrengend, so viel Micromanagement, so viel gleichzeitig hin und her, ist irgendwie so anstrengend und irgendwie so schwierig. Vielleicht ist Magic the Gathering was für euch, denn das ist relativ entspannt, strategischer, man muss so ein bisschen sein überlegen, was spielt man für Karten aus, kann, wenn man verliert, immer sagen, der Gegner hat einfach Glück gehabt, also es ist wirklich sehr angenehm und deswegen schauen wir da auch mal rein heute. Neues Set ist angekommen und ich gebe mir heute mal wirklich Mühe, dass das Overlay klappt. Dass das Overlay klappt, ich werde nichts unbemüht lassen, dass das Overlay soweit funktioniert, damit ihr euch auch die Karten angucken könnt. Das ist jetzt natürlich von meiner Seite aus ein, technischer Titanenakt, den ich hier versuchen werde. Aber mal schauen, ob ich das hinkriege. Wir schauen uns das mal an, ob das klappt. Und ansonsten ganz entspannt, wir sind gerade noch in der Phase, wo das Set neu ist. Es ist noch warm, die Druckertinte ist noch ganz frisch auf den Karten. Wir alle kennen uns noch nicht aus, wir wissen nicht, welche Karten gut sind, wir wissen nicht, welche Karten schlecht sind. All das muss noch rausgefunden werden von schlauen Menschen. Und dafür bin ich nicht da. Ich gucke mir einfach nur das Artwork an, freue mich, dass es neue Karten gibt. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Florentin, weißt du schon, wann die Sommerpause von KDG? Was ist KDG? Konami Damage Gurus? Knallhart durchgenommen, weißt du wahrscheinlich. KHD meinst du wahrscheinlich. Ah ja, da gerne einfach immer auf den Upload-Plan auf rocketbeans.de gucken. Da siehst du, wann die nächste Folge kommt. Und dann freue ich mich fürs Zuschauen. Generell immer einen Blick wert. Auf Rocketbeans TV gibt es nicht nur den Live-Plan, sondern auch den Upload-Plan. Da könnt ihr immer sehen, wann welche Videos hochgeladen werden. Und da findet ihr auch immer, wann die neuen knallhart durchgenommen Videos hochgeladen werden. Und dann könnt ihr euch das anschauen. So, Magic ist immer schwierig, wo die Kamera am besten positioniert ist. Wir probieren es jetzt mal hier, bis genug Leute sich beschwert haben, dass es nicht so funktioniert und sie nicht sehen. Aber ich glaube, das sollte funktionieren. Und wir starten direkt rein. Wir spielen natürlich am Anfang Sealed. Für alle, die Magic vielleicht nur am Rande kriegen, vielleicht habt ihr mal irgendjemanden auf dem Schulhof zusammengeschlagen, der Magic-Karten gesammelt habt, als kleine Einführung. Wir spielen, oder ich spiele hier zumindest, Limited. Das bedeutet, unseren ganzen dick gepackten Magic-Karten-Ordner lassen wir einfach zu Hause, sondern wir holen uns einfach ein paar Booster-Packs, da sind willkürliche Karten drin, dann reißen wir die auf, schauen uns die an und dann gucken wir, welches Deck wir aus diesen Karten zusammenbauen können. Dafür muss man alle Karten gut kennen, muss das aktuelle Set gut kennen. Wir spielen gerade das aktuelle Set Dominarias Bund auf Deutsch, Dominaria United. Und das hat ungefähr so 300 Karten und aus diesen ziehen wir dann Karten und müssen gucken, welche wir kriegen, welche Farben spielen wir, wie wollen wir das machen und so weiter und so weiter. Wir schauen uns das Ganze an. Sealed ist hier noch ein bisschen entspannter, weil wir alle Karten gleichzeitig haben und dann gucken wir, was uns passt, woraus wir ein Deck bauen können. In Limited ist es alles ein bisschen mehr mit Zeitdruck und Stress. So. Wir schauen uns an und wir sehen natürlich schon, dass uns Blau anlacht auf jeden Fall. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben den weiterentwickelter Schläfer. Sehr gut, jetzt können wir auch mal die ganzen deutschen Übersetzungen hier sehen. Und wir haben den weiterentwickelten Schläfer, der startet klein. Kostet einen Mana für 1/1 Kreatur. Aber man kann im Laufe des Spiels immer weiter Mana zahlen. Ihr seht die aktivierten Fähigkeiten, um ihn stärker zu machen. Zahlt man einen Mana, wird er zu einer 2/2 Kreatur. Zahlt man dann zwei weitere Kreaturen, wird er zu einer 3/3 Kreatur mit Todesberührung. Und zahlt man dann nochmal drei Mana obendrauf, dann wird er zu einer 4/4 Kreatur. Und man darf eine Karte ziehen. Ist doch fantastisch. Und dann haben wir noch den Ätherkanalisierer. Okay. Für 3 Mana 2/1, wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen 1/1 weißen Vogel mit Flug. Ziehe eine Karte oder bringe eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Also ich kann dem Gegner eine seiner Kreaturenkarten zum Beispiel wieder auf die Hand zurückgeben oder ich kann eine meiner Kreaturenkarten wieder auf die Hand zurücknehmen, sollte ich das aus irgendwelchen Gründen wollen. Aber eine sehr, sehr flexible Karte gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Alleine 2/1 Kreatur plus eine 1/1 Flieger nehme ich doch gern.
Dann der Verseucher der Träume. Ah, Defiler ist der Verseucher. 5 Mana. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. In diesem Set Dominaria, das ist eine legendäre Magic-Welt. Und die ist vor allem geprägt durch den Einfluss der Phyrexianer. Und die Phyrexianer, die haben eine besondere Mana-Mechanik. Nämlich, anstatt einen Mana zu zahlen, darf man 2 Lebenspunkte zahlen. Das war früher auf den Karten so gedruckt. Das war sehr stark. Heutzutage gibt es noch als Erinnerung diese 5 Karten in den 5 verschiedenen Farben. Hier haben wir die blaue Variante, der Verseucher. Und der erlaubt es uns, genau diesen Effekt zu haben. Nämlich, wir können ab jetzt bleibende Karten, die ein blaues Mana kosten, jeweils mit Lebenspunkten, 2 Lebenspunkten statt diesem blauen Mana, zaubern. Das kann ziemlich stark sein, weil man schnell seine Karten ausspielen kann. Und ja, finde ich super. Und es passt natürlich auch gut zu den anderen Karten, die wir so dabei haben. Wunderbar, hier haben wir den Lehrmeister der Akademie, auch für 2 blaue Mana, 2/3. Zu Beginn des Ziehsegments jedes Spielers kann jeder Spieler eine zusätzliche Karte ziehen. Falls er dies tut, kosten Zaubersprüche, die er in diesem Zug wirkt, beim Wirken 2 Mana mehr. Das ist natürlich kritisch, weil es auch meinem Gegner erlaubt, Karten zu ziehen. Das will ich eigentlich gar nicht. Und mein Gegner profitiert als erstes von dem Effekt, weil ich spiele ja die Karte aus, dann ist mein Zielsegment bereits vorbei. Man zieht die Karte immer am Anfang des Zuges und dann gebe ich den Zug ab an meinen Gegner und dann zieht der direkt und kann das einsetzen. Ah, bin ich mir nicht sicher, aber 2/3 ist auch an sich nicht schlecht. Dann haben wir Erdteil der Wiedererweckte für 4 Mana. 3/2 mit Aufblitzen. Bedeutet, ich darf ihn auch im gegnerischen Zug spielen, wenn ich möchte, zum Beispiel. Und wenn er ins Spiel kommt, neutralisiere einen Zauberspruch, lame einen aktivierten oder einen ausgelösten Fähigkeit einer Wahl und ihr Beherrscher zieht eine Karte. Okay, ich könnte also auch meine eigene Fähigkeit neutralisieren und selber eine Karte ziehen. Zum Beispiel könnte ich hier für 1 Mana diese Fähigkeit auslösen. Alle Fähigkeiten in Magic, bevor sie in Kraft treten, kommen erstmal auf den Stack. Also werden erstmal in der Glasvitrine angeguckt und dann guckt man, tritt das wirklich so in Kraft oder nicht. Und dann kann ich selber neutralisieren und kann jede Runde, einmal eine Karte ziehen. Als Beispiel. Oder zerstöre eine andere Kreatur oder einen anderen Planeswalker in der Wahl. Ihr Beherrscher zieht eine Karte. Alles nicht sehr, alles nicht schlecht. Ja. Also, die Karten legen uns jetzt natürlich nahe, schwarz-blau zu spielen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde das ja immer ganz gut, wenn ich da so ein bisschen die Entscheidung abgenommen bekomme. Ansonsten haben wir noch die Rona. Mensch, die hat mir beim letzten Mal schon so gar nicht gefallen. Na, wenn du einen Spontanzauber deine Hexerei wirkst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Ja, das ist nett. Man kann sie aus dem Friedhof spielen, wenn man 2 Karten abwirft. Was haben wir dann noch? Immer wenn er angreift, kannst du 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, kopiere den nächsten Spontanzauber. Wenn du diesen Zug wirkst, du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das ist nicht schlecht. Rot. Grün ist auch nicht schlecht. Was ist das hier? Sie fügt dir einen Schadenspunkt zu. Und sie zählen nicht als Wald oder Insel. Hm. Aber Domain, glaube ich, ist für uns eh nicht so ein Riesending. Wir gucken mal, was wir sonst noch so für schwarze Karten haben. 2/2 Flieger für 4 Mana. Man kann ihn aufpumpen. Ach, Kicker heißt Bonus? Das wusste ich gar nicht. In das Spiel kommt, und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, erzeuge einen 1/1 weißen Soldaten. Er braucht aber weißes Mana dafür. Schwarz sieht mir irgendwie so mittel aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Schwarz sieht mir ja gar nicht so fantastisch aus. Verteidiger. Oh, irgendwie gefällt mir Schwarz nicht. In Blau haben wir den Tolarianischen Schrecken. Den mag ich eigentlich ganz gern. Wir haben den Verseucher. Wir haben die Schildkröte. Wir haben einen Skater. Wir haben einen Kanalisierer.
Schwunghemmung. Irgendwie haut mich das alles nicht um, muss ich ganz ehrlich sagen. Haut mich ansonsten was um? Ich verliere eine Menge Leben. Das ist, glaube ich, noch ganz gut. Ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt, ja. Lass uns mal alle No-Brainer reinnehmen, sag ich mal. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht. Der ist aber drin. Die finde ich auch okay. Das mag ich nicht. Lehrmeister der Akademie. Ach Gott, weiß ich nicht. Oh, hier haben wir Bonus mit Blau. Eine Kreatur deiner Wahl erhält -2/-2 bis zum Ende des Zuges, falls die Bonuskosten von einem und einem blauen Mana bezahlt wurden. Erhält die Kreatur für jeden Spontanzauber eine Hexereikarte in deinem Friedhof zusätzlich -1/-1. Ja, als Spontanzauber, das ist gut. Ja, ich glaube, dann haben wir ein Deck, oder? Ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Den finde ich auch nicht ganz so dumm. Schlachtross glaube ich eher nicht. Da bin ich mir unsicher. Solche Karten sind immer gefährlich. Weil man bewertet sie oft nach dem Best-Case-Szenario, nicht nach dem realistischsten Szenario. Ich glaube, 2 verseuchte Aquifer. Ich weiß, was das ist, aber das wird jetzt lange dauern, das zu erklären, was ein Aquifer ist. 30 Karten. Oh, das wird eng, Freunde. Ah, das wird eng. Ich fühle mich nicht gut mit dem Deck. Manchmal hat man ein Deck, da fühlt man sich nicht gut. Auch wenn wir ordentliche Karten haben, ne? So ist es ja nicht. Abkommandieren. Mhm. Aber die anderen Farben hauen mich jetzt auch nicht um. Nee, das wird schon 4 Mana. 4 Mana, 2/2 Fliege. Ach, das ist echt kein Deal, ey. Aber ist schon nervig, ne? Ist schon nervig. Greift immer an mit vollem Mana. Der Gegner weiß nicht, ah, soll ich jetzt mit meinem 4-4er greifen, blocken oder nicht? Dann macht er zu einem 5-5er oder nicht? Naja, lasse ich 2 durch. Aber selbst 4 Mana ist auch nicht so geil, ey. Na, welche andere Farbe könnten wir noch reindrücken? Ja, der ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Phönixküken. Mit 3 oder mehr Kreaturen angreifst, muss man 2 rot zahlen. Ach. Obwohl, das ist gut, das ist gut. Finde ich auch nicht so ganz dumm. Die gefällt mir.
Wie wär's mit Rot? Wie wär's mit Rot? Dann hätten wir auch den hier mit Rot-Blau. Warte mal, lass uns mal, wovon bin ich denn nicht überzeugt? Davon bin ich nicht überzeugt. Aber wir haben keinen Fix. Na, wir haben ein bisschen Fix für Rot. Sollen wir das hier als Fix auch noch mit reinnehmen? Das ist auch noch fix, ne? Aber ehrlich gesagt, überzeugt mich hier einiges, das Küken. Ich meine, gut, zwei Rotzahlen ist nicht ganz trivial. Und mit drei Kreaturen angreifen ist auch nicht ganz trivial. Aber alleine das. Eine Sekunde. Discord nervt leider wie immer. Dankeschön für den Hinweis. Aber den mag ich. Ich weiß nicht, ob ein Doppelküken eine Wahl ist. Das finde ich okay. Wenn er ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, die zu der Bibliothek nach der Länderkarte. Mit einem Standardlandtyp zeige sie offen vor. Opfere ein Land, ziehe eine Karte. Opfere ein Land, ziehe eine Karte. Puh. Opfere ein Land, ziehe eine Karte. Was ist das jetzt hier? Erzeuge einen 0-2 farblosen Thopter. Tappe eine beliebige Anzahl ungetappter Artefakte, die du kontrollierst, wenn du dies zugst. Nee, 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 das ist ja artefaktabhängig, das kann ich nicht machen. Zerstöre ein Artefakt, zerstöre eine Kreatur in der Wahl mit Verteidiger für jede Kreatur, die ein Gegner. Nee, das ist furchtbar. Das finde ich aber gut. Nee. Aber den finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir müssen noch einen Küken reinballern. Wie sieht es denn mit Bombs aus eigentlich? Boah, wir haben aber echt einige Karten, die zwei Mana jeweils kosten, ne? Das könnte schon ätzend werden. Vielleicht Rona raus, aber auf der anderen Seite. Nee, wir haben so viele Kreaturen. Ich würde Rona wahrscheinlich eher rausnehmen. X ist gleich der höchsten Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst. Wie ist das denn jetzt mit abkommandieren? Bis zum Ende des Zuges. Also kann ich nach dem Kampf ja die Stärke nutzen für das Monstrum, ne? Also wenn der jetzt angreift und kriegt noch zwei drauf, hat er fünf Stärke, dann kostet das drei Mana für einen 5-5 Trampler. Teufelsbraten. Ich liebe Teufelsbraten einfach. Ja, raus mit Rona. Raus mit Rona. Raus mit Rona. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch Bonus, ne? Fügt er jenem Spieler drei Schaden zu? Och nö. Och nö.
Ich mag das ganz gern. Ja, hetzt mich, verhetzt mich. Verhetzt mich. Ein Mana für drei Schaden ist doch stabil. Das kostet vier Mana. Vier Mana kostet der Zauber. Eins. Ich weiß, was du meinst. Eins zusätzlich, aber. Naja, nee. Nee, nee, nee. Gefällt mir nicht. Was ist mit dem Ding da los? Oh, die hatten wir auch beim letzten Mal, ne? Zwei, ah, minus zwei. Wir probieren's. Leute, dreifarbig. Dreifarbig, komplett ohne Domain, also komplett ohne Not. Aber dreifarbig ist drin. Darf ich mal eine random Frage stellen? Natürlich. Natürlich. Wie viele Kreaturen hast du in deinem Deck? Ich glaube, es waren 16 oder 15 oder so. Relativ kreaturenlastig. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Schauen wir mal. Q-Tip anfeuchtende Trockenfälle. Oh, okay, Leute, hier wurde einiges. Wir haben Missprint! Wir haben, Leute, wir haben Missprint. Die sind richtig viel wert. Leute, wir haben Missprint. Alter, das Ding ist viel wert. Er ist richtig viel wert. Trocken, keine Ahnung. Ich habe Feuchtigkeit noch nie probiert. Ist aber jetzt auch nicht meine Expertise. Alter, das ist richtig viel wert. Okay, das mit den Sümpfen klappt ja noch so mittel, würde ich sagen. Warum haben rote Karten immer so viel Text? Oh, wow! Ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen? What the f... Was ist deine Antwort? Trocken habe ich doch gerade gesagt. Aber ist kein Leidenschaftsthema von mir. Tut mir leid. Ich versuche tatsächlich von Q-Tips wegzukommen. Ich hab das Gefühl, ich muss die fast blocken, oder? Wir sind eh durch, glaube ich. Ich glaube, das hat sich eh erledigt. Wahnsinn, wie gut man sein kann, wenn man seine Karten ausspielen kann, ne? Stell dir obersten X-Karten an. Du kannst einen spontan zur Hexerei mit Mana-Betrag X oder weniger ins Exil schicken. Wie hoch ist die Chance, dass man da was trifft mit 2? Ja, 0. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Ob er was trifft mit seinen zwei. Okay, zumindest geht's jetzt mal in Richtung Schwarz. Warum glitzert das? Ach so.
Ah, größte Stärke. Okay. Ja, GG. Okay. Ja, nicht so gut gelaufen, unser erstes Spiel. Aber so kann es laufen, ne? Ich meine, wir haben Misprint gezogen, das ist schon mal einiges wert. Das ist immer, das sage ich immer. Es ist egal, ob man Magic-Spiele gewinnt oder nicht. Solange man reich ist, gewinnt man alles. Deswegen versucht, reich zu werden. Dann kann euch sowas auch egal sein. Nirvings, dann kann man auch Nirvings heißen. Ah, guck mal, jetzt haben wir doch alles, was wir brauchen an Mana. Direkt loslegen mit Phönixküken, oder? Schon, oder? Ja, den auszuspielen wäre schon auch nicht ganz dumm, ne? Ich glaube, wenn man ausspielen kann, ist es schon stark. Spielst du heute noch Satisfactory mit Nils und Nicola? Schau am besten immer gern mal auf den Streamplan, Ausrufezeichen Streamplan, oder du scrollst einfach unten, nach unten und siehst dort, was noch geplant ist für die restlichen Tage. Ansonsten ist es für diese Woche nicht geplant. Todesberührung und Unzerstörbarkeit. Zwischendessen so viele plus 1 dazu erhält 1-1 bis zum Ende des. Aber ja, okay, hat aber keinen Lifelink, ne? Skepfisch? Nein, habe ich nicht gehört. Es ist eigentlich klüger, das erst zu machen, ne? Okay, das hatte ich nicht bedacht. Das hatte ich nicht bedacht. Aber halb so wild. So, was haben wir jetzt bei ihm? Ah, das war der Typ. Zerstöre eine Kreatur und er zieht eine Karte. Ein bisschen unklar, was jetzt hier passieren soll, ne?
Weiß ich nicht. Bin unsicher. Bin unsicher. Aus deiner Hand oder deinem Friedhof an sie anlegen. Ah, das sind solche Ekelfähigkeiten, die einen immer denken lassen. Oh, das ist so geil, da kriege ich umsonst eine Aura, aber ja, krieg's halt nicht. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ja, kann jetzt, Wow, was für eine Animation! Guckt euch die Animation an! Richtig so ein Projektil. Kosten bezahlt werden mit 211 Marken. Dankeschön. Drei. Sechs Mana. Jetzt darf ich den halt nicht verlieren, ne? Ich muss sagen, dieser zerschellende Goblin ist nicht schlecht. Also der ist echt gemein. Das sind solche Karten, die will man nicht blocken, so, weil die halt deinen 3-3er töten. So, das ist schon echt unangenehm. Muss man sich nicht eigentlich fürs Niesen entschuldigen? Ist, glaube ich, die aktuelle Knigge-Regelung, ja. Müssen, also um müssen, glaube ich, geht es da in der Regel nicht, sondern um Empfehlungen. Aber das ist die Idee. Was ist das hier? Falls du 7 oder... Der kriegt jetzt... Jedes Mal, wenn er ein Land ausspielt, ein 3-3 Flieger und die Kreatur selber ist auch ein 3-3er? Wenn man mit zwei Karten einen First Striker blockt, geht das dann auf beide mit dem Erstschlag? Ja. Es gibt zwei separate Phasen. Die Erstschlag-Damage-Phase und danach die normale Damage-Phase. Und in der normalen Damage-Phase können natürlich nur noch die Kreaturen zuschlagen, die die First Strike-Damage-Phase überlebt haben. Gut, wenn der Typ eh nicht blocken kann, dann soll er angreifen. Wer nicht blocken kann, muss angreifen, ist das alte Magic-Sprichwort. Wow.
Das ist keine schlechte Karte, Freunde. Ich glaube, das war's, liebe Freunde. Ich glaube, das Spiel ist zu Ende. Ja, der Typ ist halt auch nicht gut, wenn man nicht so viele, wenn man den zu spät ausspielt. Das ist irgendwie OP. Was ist OP? Karte die Länder zur Monsternacht? Ja, du brauchst aber ein du brauchst aber erstmal 7 Länder. Also wenn du die Karte früh ausspielst, macht sie gar nichts. Also das hat schon auch seine Kosten, diese Fähigkeit. Ist eine starke Karte, aber OP würde ich nicht sagen. Ist schon wirklich gut. Aber du musst auch erstmal 2 grüne Mana haben. Und du verlierst halt auch, naja, du gibst dem Gegner eine Möglichkeit, deine Länder zu zerstören, ne? Wenn die Länder zu Kreaturen werden. Kreaturen können relativ einfach zerstört werden. Länder können in der Regel nicht zerstört werden. Nur sehr selten. Die Kreaturen dann schon, ne? Und dann sterben halt deine Länder, wenn du Pech hast. Klar, wenn du 7 hast, dann ist es nicht mehr so schlimm, aber hat alles seine Kosten. Aber man muss da erstmal hinkommen, ne? Und wenn du 7 Länder hast, dann kannst du auch eine richtig dicke Kreatur für 7 Mana spielen, die wahrscheinlich besser ist als 3-3er Flieger. Von daher. Aber ist schon gut. Aber man muss bei Magic immer bedenken, dass starke Effekte oft auch Nachteile haben, die man leicht mal übersieht, wenn man nur die Stärke des Effekts sieht und sagt, boah, krass, jetzt hat der so einen krassen Effekt. Vielleicht tritt dieser Effekt nicht immer so ein, wie man ihn gerade sieht, und dann muss man das auch mal so ein bisschen mit einbeziehen. Aber ist eine sehr gute Karte, überhaupt keine Frage. Vielen Dank an Schleimbatzen für den Sub, danke dir. So, jetzt haben wir doch mal ein bisschen Mana auf jeden Fall, zumindest verschiedene. In welche Richtung gehen wir denn am besten? In das geothermische Moor. Auron ist auf jeden Fall ein schlechter Deckname für einen gewissen Herr der Ringe-Bösewicht, der aktuell vermisst wird. Servus Christi, ich bin Auron. Ah klar, komm rein, kein Ding. So, Kollege, Sauron hat schwierige Entscheidungen zu treffen hier. Oder wollen wir früh schon die elektrostatische Infanterie ausspielen? Ist mir das... Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir auf jeden Fall auch mal ordentlich angreifen. Ist eine schöne Kombination. Okay, ich hätte eh nicht blocken können, von daher alles in Ordnung. Ich glaube, ich mache das noch. So, Wüthering oder Kriegsrohling? Ach, das ist ein Spontanzauber. Also könnte der 4-5 Schaden machen. Ich glaube, das ist eine Karte nicht wert. Das ist die Karte nicht wert. Das ist das Papier der Karte nicht wert, auf das er gedruckt ist.
So, Auron, was ist dein großer Plan? Woran hast du gearbeitet jahrhundertelang in deinem Versteck? Jedermann-Festnahme. Gibt's für Citizen's Arrest keine offizielle Bezeichnung, keine offizielle Übersetzung? Ich spiele erst die Karte. Vielleicht, naja, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, aber vielleicht kann ich mit der Karte, die ich ziehe, noch irgendwas machen im Angriff, aber nein. Bürgerverhaftung oder so? Da gibt's, glaube ich, keinen. Ich glaube, da gibt's kein Äquivalent, weil ich glaube, in Deutschland gibt's sowas wie Citizen's Arrest nicht. Aber ist jetzt auch alles Halbwissen, ne? Doch, ist die richtige Übersetzung. Dass jedermann Anhalte- und Festnahmerecht nach § 127 Absatz 1 Strafprozessordnung gestattet, ist jedermann, auch Minderjährigen, eine Person vorläufig festzunehmen. Okay, vielen Dank, Lance Vaughan, vielen Dank. Ist die richtige Übersetzung. Tatsächlich gibt es eine Jedermann-Festnahme. Tatsächlich. Dann ist es die völlig korrekte Übersetzung und ich ziehe sämtliche Kritik zurück. 5, wir haben fast Lethal, ne? Hier mit 9. Ich überlege gerade, vielleicht, ich spiele es mal vor dem Kampf, vielleicht kriegen wir noch irgendwie Lethal. Aber es wird jetzt wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, ich darf offiziell festgenommen werden. Auch von Minderjährigen. Also selbst wenn ihr minderjährig seid, dürft ihr mich festnehmen. Warum hat er 5 Mana offen? Wahrscheinlich, weil er Combat Tricks hat, ne? So wie wir hier sehen. Ah, N2 reißen ist eine harte Karte. Aber gut, dass ich nicht mit Abkommandieren angegriffen habe. So habe ich jetzt zumindest noch 2 Schaden. Und hab Lethal im nächsten Zug. Es sei denn, ein Deck mit grünem Mana würde mal eine Kreatur spielen. Das wäre natürlich überraschend. Warte mal. Ich greife jetzt an. Beide haben 4 Angriff. Dann gehen 4 Schaden durch. Dann habe ich noch 4. Dann kostet das Ganze 3 Mana. Das kann ich mir noch leisten. Ah nein, Kicker! Ach nee, Gott, geht glaube ich trotzdem. Aber interessante Karte. Also die ist ordentlich. Das ist eine ordentliche Karte. Kriegshordenraserei. Das ist nicht schlecht. Die macht Spaß auf jeden Fall. Der Gegner hat da keinen Bock zu blocken. Am Ende sind wir alle festgenommen. Eine Person bleibt frei. Das stimmt. Wenn wir uns alle gegenseitig festnehmen, ist die Frage, ob sich 2 Leute gleichzeitig festnehmen können. Oder ob das nicht geht. Ansonsten bliebe immer eine Person übrig, die als letztes nicht festgenommen ist. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die nicht festgenommen werden können. Irgendwie Diplomaten oder irgendwie sowas. Die sind da irgendwie immun. Immun, sagen die dann. So, jetzt kommen Sie mal her, Herr Diplomat. Immun. Nervig, ey, die Diplomaten. Immun. Das ist so nervig, ey. Jedes Mal, wenn ich mit Diplomaten zu tun habe. Immun. Ja, komm, ey.
GG. Diplomaten spielen blau in Magic. Das ist ein schöner Satz. Das ist ein schöner Satz. Oh, ich muss noch. Sekunde. Ich muss noch kurz sagen, dass ich hier bin, sonst wird die Alarmanlage angemacht und dann werde ich hier verhaftet am Ende. Natürlich höchst ironisch. Natürlich höchst ironisch, wenn ich jetzt gerade während meiner Lesung zum Thema Jedermann-Festnahme selber von Jedermann festgenommen worden wäre. Streamst du bis zum Ligaspiel durch? Ist geplant. Natürlich, ich bin, und das vergisst man manchmal, ein Mensch und lebe in einem menschlichen Körper. Und was damit leider einhergeht, ist einmal die Sterblichkeit. Diesen Deal habe ich eingegangen. Aber natürlich auch die alte Geißel der Nahrungsaufnahme klopft natürlich irgendwann auch an. Das heißt, ich werde irgendwann zwischendrin wahrscheinlich mal so ein kurzes Päuschen machen, um mal was zu essen. Beides interessante Kreaturen, ne? Kann dann nicht blocken, der Skater. Aber dazu muss sie angreifen und kann totgeblockt werden. Besser wäre es natürlich, wenn es die gar nicht mehr gäbe, ne? Das wäre natürlich schon Bonus für 5 Mana. Halte ich so lange aus? Ja, der wird dir wahrscheinlich meinen Blocker einfach wegballern, ne? So, den Typen haben wir wieder. 4 Amo. Der hat einfach so random 4 Arme, ne? Das war sein Deal mit den Phyrexianern. So, ihr verflucht mich, dafür kriege ich 2 neue Arme. Und die Phyrexianer so... Ja, Alter, du kannst dir alles wünschen, aber gerne, wenn du 4 Arme willst. Ja, von mir aus. Okay, er macht gar nichts. Das ist immer eine valide Möglichkeit. So ein bisschen das Gefühl, der bereitet einen niederschmetternden Riesenangriff vor. Oh Mann, ich muss die jetzt alle durchlesen, oder was? Immer wenn... Ach Gott, das ist so nervig, das Ding, ey. Ich hau einfach meinen Minotaurus-Berserker raus. Greife ich an? Nee. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte 4 Arme. Ja, aber wirklich selten. Stell dir mal vor, du musst jeden Tag in ein T-Shirt... Und musst 5 Löcher koordinieren. Erstmal, wo kriegst du T-Shirts her? Sämtliche Kleidung, die du ab dann kaufst, musst du selber irgendwas reinschneiden. Super bescheuert. Und dann musst du jedes Mal, wenn du dich anziehst, so, dann die Badewanne ist so eng irgendwie. Und dann hast du immer... Also, wie unangenehm ist es denn? Dann liegen deine Arme auf den anderen Armen. Die unteren Arme sind dann so die Armlehnen und die oberen drauf. So, das ist doch unangenehm. Das willst du ja nicht. Das willst du nicht. Wow! Au! Leute, Magic ist ein Action-Game, kann ich auch gleich sagen.
Ach, geil, die kann richtig gut abkommandieren. I get it, guys. Yes, guys, I get it. It's nice. It's good. It's very good. And she can attack really hard with the 4 attack. Jetzt geil. Jetzt geil. It's good. Very good. Was heißt jetzt dieser gelbe Schein? Dass sie abkommandiert oder was? Oder dass sie unverwüstlich ist? Keine Blocks, Leute. Ich weiß nicht. Im Zweifel gar nichts tun. Ja, das ist vorbei. Das ist zu krass. Fünf Mana. Tappe sie ist aber nicht Teil der Kosten. Ne? Das bedeutet, sie kann jetzt das auch aktivieren. Die Kosten stehen immer vor dem Doppelpunkt. Das heißt, sie kann die Fähigkeit auch getappt aktivieren. Dann probiere ich es mit R-Tai. Ich probiere es mit R-Tai. Aber wen soll ich jetzt zerstören? Gleich zerstöre den Vogel. Zerstöre den Vogel und block die Wächterin mit dem Erdteil. Achtung, Animation, Achtung. Blup. Jetzt kommt's, Achtung, pass auf. Ah, das ist nicht schlecht. Das ist ganz geil. Die Queen ist gestorben, ist das dein Ernst? So erfahre ich das? Tatsächlich, Leute, die Queen ist tot. What? Das ist jetzt der Moment? Das ist der Moment jetzt? Wo wart ihr, als die Queen starb? Das ist es jetzt. Na gut. RIP Queen. So. 6 Mana. Bin froh, dass wir in diesem schweren Moment zusammen waren. Ja, absolut. Schön, dass wir uns da zusammen durchgeholfen haben, Leute. Ja, wir haben immer noch Probleme, ne? So ist es nicht. Sechs Mana, das sind 1, 2 Mana. Ah, shit, ich mache damit nur 2 Schaden, ne?
Ist die Frage, ob er wieder eine Karte abwirft. Ach, hat 3 Schaden gemacht, oder wie? Aber eigentlich merkwürdig, weil im Moment, in dem... Ach so, meinst du? Ach ja, Gott, Leute, kommt mir nicht mit. Dann sag doch einfach, du hast falsch gespielt und verwirr mich. Also, ja. Ich hätte erst die Karte ziehen sollen und dann es wirken. Okay, ist doch gut. Aber meine Denkweise war schon richtig, dass wenn es... ausgespielt ist, es in dem Moment ja ein Zauber ist und keine Karte mehr und man damit keine Handkarten mehr hat. Ach, Leute. Gibt es den Lebkuchenmann noch im Deck? Nein, schon ganz, ganz lange nicht mehr. Estefan, du würdest mir sehr helfen, wenn du einfach klar formulierst, was du meinst. Wenn du einfach genau sagst, was du meinst. Quatsch, ich meinte den Spruch. Ich verstehe leider nicht, was du meinst. Ist aber mein Problem gerade. Ich verstehe es einfach gerade nicht, worauf du hinaus willst. Das scheint GG zu sein. Der fliegt hier nicht, ne? Ne, dann ist GG. Okay. Aber wir kriegen noch ein anderes Deck hin. Wir kriegen das. Nächstes Jahr gehen wir zurück nach Eldraine. Dann gibt es wieder einen Lebkuchenmann. Ey, Eldraine, er hat mir echt gut gefallen. Coole Welt auf jeden Fall. Ich mag das immer, wenn man so viele... Klischees oder Erwartungen oder Archetypen hat, die man dann irgendwie so in Magic-Karten umbauen kann. Das finde ich immer cool. Ein Sieg, ja, war ein schwieriges Deck. Ich habe es bis zum Ende nicht ganz gecheckt. Karte sagt, ziehe erst eine Karte und dann Schaden entsprechen Karten auf der Hand. Und du sagst, es war falsch, das auszuspielen, weil die neu gezogene Karte zählt zu den Karten auf in dem Moment dazu oder nicht. Das verstehe ich nicht. Also, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die zählt dazu. Okay, gut. Also, wenn man die kickt, zählt die Karte dazu. Okay. Okay. Okay, wir starten in den nächsten Draft. Mal schauen, wie es läuft. Wir haben hier einmal die Leyline-Verbannung für 6 Mana aufblitzen. Wow. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jeden Standardlandtyp unter den Ländern, die du kontrollierst, 1 weniger. Okay, jetzt haben wir zumindest diese Domain-Strategie. Wenn sie ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte in der Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil. Okay, klassisches Exil mit Vergünstigung für Domain. Okay, also... in den meisten Fällen schon mal 2 Mana weniger. Sind wir bei 4 Mana. Ist okay. Ist okay. Dann haben wir Erzengel des Zorns für 4 Mana. 3-4. Mit 2 Kickermöglichkeiten und fliegend Lebensverknüpfung, wenn er ins Spiel kommt. Und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, fügt er einem Ziel in der Wahl 2 Schadenspunkte zu. Und wenn er ins Spiel kommt und falls 2 seiner Bonuskosten bezahlt wurden, fügt er einem Ziel in der Wahl 2 Schadenspunkte zu. Okay, also es könnte auch dem gleichen Ziel insgesamt 4 Schaden zugefügt werden. Oder 2 Zielen jeweils 2, wenn man beides kickt. Okay.
Die Grausamkeit des Gigs, die hatten wir auch schon mal, glaube ich, 5. Du darfst davon eine Kreatur oder Planeswalker-Karte von der Handkarte des Gegners abwerfen. Du suchst in der Bibliothek nach einer Karte, nimm sie in den Haft und mische sie. Ja, keine Einschränkungen auf die Karte, schon mal nicht schlecht. Und bring eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. War auch cool. Dann noch ein Engel, auch wieder für 4 Mana. Einmal während jedes deiner Züge kannst du ein Land aus deinem Friedhof spielen. Oder einen bleibende Karte Zauberspruch mit Mana-Betrag 3 oder weniger aus deinem Friedhof wirken. Falls du dies tust, erhält die Karte, wenn diese bleibende Karte aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wurde, schicke sie ins Exil und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Wow, das ist nicht schlecht. Das ist richtig stark. Mana-Betrag 3 oder weniger, ne? Aber es müssen bleibende sein. Kannst du ein Land... Okay, ja, weil Länder keine Zaubersprüche sind, muss man das so formulieren. Ein Land oder einen bleibende Karte Zauberspruch. Okay. Stark. Sehr, 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 sehr stark. Quirion, Bestenruferin. 2 Mana 2/2. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, lege eine 1/1-Marke auf sie und wenn sie stirbt, verteile x 1/1-Marken auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst, wobei x gleich der Anzahl an 1/1-Marken auf der Quirion Bestienruferin ist. Merkwürdige Formulierung, warum man nicht einfach sagt, verteile die Marken, die auf ihr liegen. Aber wahrscheinlich wollte man andere Arten von Marken ausschließen, außer 1/1-Marken. Vielleicht ist es auch ein Problem mit, wenn sie stirbt, dann ist sie schon im Friedhof und dann hat sie technisch gesehen keine Marken mehr. Na, aber wobei x gleich der Anzahl an 1/1-Marken auf ihr ist, dann hat sie zum Zeitpunkt des Sterbens noch Marken, weil sonst wäre die x ja immer 0 automatisch. Bei so Ozolith oder so, da war das ja immer anders formuliert, da alle, die auf ihr drauf liegen. Aber die finde ich gut, finde ich sehr gut. Dazu noch Meria, Gelehrte der Antike für 3 Mana 3/3. Tappe ein ungetapptes Nicht-Spielstein-Artefakt, das du kontrollierst. Nicht-Spielstein-Artefakt. Erzeuge ein grünes Mana. Tappe 2 ungetappte Nicht-Spielstein-Artefakte, die du kontrollierst. Schicke die oberste Karte der Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Ja, weiß ich nicht. Also weiß, glaube ich, ist sehr, sehr stark. Dann ist noch die Frage, weiß-grün oder weiß-schwarz. Schauen wir uns mal an, was wir so noch dabei haben. Wir haben sie wieder mit dabei. Grün-blau. Wir haben den Kodex. Ziehe eine Karte. Naja, vielleicht haben wir diesmal so ein bisschen Domänen auch in der Gegend. Wir haben noch Voda. Oh Gott, so viel Text, Leute. Zieh eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Falls du auf diese Weise einen Spontanzauber der Hexereizauber abgeworfen hast, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt. Opfere sie, du kannst in diesem Zug einen Spontanzauber der Hexereikarte. Weiß ich nicht. Elas Ilkor, sadistische Pilgerin, 202 Death Touch. Und wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Und wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert ihr Gegner einen Lebenspunkt. Ja, ist jetzt überzeugt mir noch nicht komplett von weiß-schwarz, aber ist schon mal im Hinterkopf. Wenn du einen spontanen Zauber deiner Hexerei wirkst, erzeuge einen 1/1 weißen Soldaten. Kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Okay, was haben wir denn sonst noch so bei Grün? Grün-Weiß, eine Kreatur deiner Wahl. Könnte erst erhält 2/2 bis zum Ende des Zuges, falls die Bonuskosten bezahlt wurden, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine 1/1. Zwei reißen. Ja, ohne Schwarz. Ja, vielleicht spielen wir Schwarz-Weiß-Grün, ne? Da hätten wir auf jeden Fall hier einen heißen Kandidaten.
Was hat Schwarz zu bieten? Die schlängelnde Nekromasse. Kostet für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof eins weniger. Okay, das scheint auch eine Art von Cycle zu sein. Dann haben wir Gix am Start. Aggressive Sabotage. Mittel, Mittel. Bring eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Du hältst zwei Lebenspunkte dazu, falls die Bonuskosten bezahlt werden. Bring eine andere bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Die Formulierung ist leicht missverständlich. Also bring eine Kreatur auf deine Karte zurück oder zahl zwei Mana, um eine andere Kreatur auf die Hand zu nehmen. Gemeint ist natürlich, bringe eine zusätzliche bleibende Karte. Oder? Moment mal. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand. Falls die Bonuskosten bezahlt wurden, bringe eine andere bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof. Also erstens nur eine Kreatur, dann eine andere bleibende Karte. Aber gemeint ist schon, mit Bonus kriegt man zwei Karten. Ne? Gemeint ist nicht, die Kreaturenkarte wird aufgewertet auf eine bleibende Karte. Bringe eine andere bleibende Karte deiner Wahl. Ja, gemeint ist schon zwei, ja. Zwei Karten, zwei Kreaturen aus dem Friedhof oder ein Land oder was auch immer, was man will, plus zwei Lebenspunkte, ja. Ah. Ah, okay, da habe ich dann doch Bock auf Grün. Was haben wir hier für Kicker? Schwarz haben wir hier als Kicker. Mhm. Blau haben wir als Kicker. Schwarz haben wir hier als Kicker. Opfert jeder Spieler eine Kreatur. Was ich gestern gelernt habe, eine Saga ist keine bleibende Karte. Nein, aber Sagen sind doch Verzauberungen, ne? Und Verzauberungen sind doch bleibende Karten. Verzauberung steht da doch. Das sollte schon eine bleibende Karte sein. Mich wundert es ja auch, bin eurer Meinung. Ich glaube, Sagen sind bleibende Karten. Ich weiß nicht, wo hast du das denn her? Sagen sind Verzauberungen und Verzauberungen sind bleibende Karten. Die opfert man halt nach einer Zeit, aber das ändert nichts daran, ob sie bleibende Karten sind oder nicht. Also kann gut sein, dass ich mich täusche, aber so hatte es ich immer verstanden. Und da Verzauberung ja der eigentliche Kartentyp ist und Sage nur die Unterform, würde ich sagen, greift hier schon, Verzauberungen sind bleibende Karten. Jetzt lass uns mal überlegen, was wir hier machen. Ich tendiere gerade zu Weiß, Schwarz, Grün. Da hätten wir ein paar Doppelländer. Was bietet uns Rot? Den mochte ich immer ganz gern. Vier Blitzeinschlag. Okay, Blitzeinschlag. Vier Stück ist natürlich schon nicht schlecht.
Hier haben wir einen roten Kicker. Ich meine, rot-grün würde uns natürlich auch die hier eröffnen. Zu Beginn deines Endsegments und falls du eine Kreatur kontrollierst, deren Stärke größer ist als ihre Basisstärke. Deren Stärke größer ist als ihre Basisstärke. Sprich Ausrüstung, Marke, abkommandieren. Das ist vielleicht eher ein weiß-rotes Deck. Oder weiß-rot-grün. Aber das ist ja nur mit Artefakten, ne? Und mit Artefakten vielleicht ist der Kodex, aber ansonsten. Das ist natürlich auch nicht schlecht mit starken weißen Karten, ne? Nee. Rot. Rot, weiß, grün. Rot, weiß, grün vielleicht. Aber hier kein Schwarz, hier haben wir Weiß. Lass uns erstmal Weiß bauen. Aber wir haben auch Domänezeug, ne? Wenn eine andere Kreatur unter der Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der Greif. Das ärgert mich! Warum heißt der beschützender Greif, wenn er selber stärker wird, wenn andere Kreaturen ins Spiel kommen? Der ist alles andere als ein Beschützer. Das ist ein Egoist. Der nutzt andere aus, um selber stark zu werden. Das ist das Gegenteil von einem Beschützer. Sag mal, liest überhaupt jemand die Karten, bevor die gedruckt werden? Quatsch, ey. So ein Schwachsinn. Zerstöre eine Kreatur in der Wahl mit Widerstandskraft 4 oder mehr. Wachsamkeit abkommandieren, Artilleriebeschuss. 1 plus der Anzahl an Standardländern. Nee, wir haben Blitzschlag. 1000 Stück. Aber soll jetzt da grün noch mit rein oder nicht? Der Greif wird motiviert von neuen Mitstreitern. Ja, aber dann ist er kein Beschützer. Dann ist er kein Beschützer. Das ist eine coole Karte. Das ist ein cooles Design. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist ein simpler Effekt, der auf viele verschiedene Arten getriggert werden kann. Das finde ich interessant. Weil es ist eine schöne Synergie und man freut sich, wenn es passiert, aber es ist nicht so, dass es dich in eine harte Richtung drängt. Sondern man denkt sich, ah, okay, könnte ich ein Artefakt mir holen oder ich hole mir über grün Marken. Ah, die Frage ist natürlich auch, drei Farben würden uns natürlich nicht nur weitere Karten erlauben auszuwählen, sondern würde auch unsere Domäne verstärken. Jetzt sagen natürlich vor allem die Donny-Zuschauer, die gerade gekommen sind, vielen Dank an Donny. Jetzt sagen natürlich die Donny-Zuschauer, ja, Moment mal, hast du denn überhaupt so viele Domäne-Karten in deinem Deck? Und da sage ich, liebe Donny Maniacs,
Da bin ich doch natürlich euch keine Antwort schuldig. Denn wir haben tatsächlich einiges an Domänen, nämlich die Leihlinienverbannung, ja. Und ob die jetzt natürlich 2 oder 3 Mana weniger kostet, ist natürlich ein Riesending. Das wisst ihr genauso gut, wie ich es weiß. Liebe Donny-Zuschauer, und ich will das jetzt wirklich nur die Donny-Zuschauer antworten. Ich baue gerade ein Deck und es hat 2 Farben, weiß und rot, ihr seht es rechts. Die Frage ist, soll ich die grüne Farbe auch noch mit reinnehmen, ja oder nein? Und jetzt sollen nur die Donny-Zuschauer antworten. Soll ich noch eine dritte Farbe reinnehmen, ja oder nein? Soll grün noch mit rein? Oder nicht? Rein da. Chat sagt ja, rein da. Wie Italienflagge. Chat sagt ja, geil. Okay, komm, dann machen wir das. Nehmen wir Meria mit rein? Ich sag nein. Ah, wer soll denn rein für grün überhaupt? Die mag ich. Die mag ich. Die mag ich, ist aber schlecht. Mag ich die hier? Nach einer Standardlandkarte bringen sie gehabt ins Spiel. Ah, die finde ich auch okay. Eine davon geht. Wir haben 10 Kreaturen. Das ist ein bisschen wenig tatsächlich. Warum haben wir so wenig Kreaturen? Wow. 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 Ja, es klappt noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz bei Owen Wilson. Wow. Wow. My eyes are blue. And my magic card is also blue. Wow. Ihr seid von Donny bessere Imitationen gewohnt, ich weiß es doch. Guckt euch mal auch die Mana-Kurve an, oder? Guckt euch die Mana-Kurve an, das ist ein Witz. Alles kostet 2 Mana in meinem Deck. Das kann man doch wirklich nicht, kann man doch nicht präsentieren hier. Warum habe ich jetzt grün reingenommen, letzten Endes? Wofür war das jetzt alles? Für diese 3 Karten? Erhält 2/2 bis zum Ende des Zuges, falls die Bonus... Ah, auf jede Kreatur eine 1/1-Marke, das ist stark. In 2 Reißen gefällt mir auch gut, aber ohne schwarzes Mana eher unbeeindruckend. Zusammenbeißen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, höhere ihre Stärke zu. Ja, aber uns fehlen eher die Kreaturen. Uns fehlen eher die Kreaturen. Ah, das ist gut, weil damit abkommandieren können wir mit Byte neue 1-1er anrekrutieren. So, 39 Karten, immer noch nur 11 Kreaturen. Das reicht nicht, Freunde. Das reicht nicht. Oh, die würde ich so gern reinnehmen. Oh, jam, jam, die würde ich reinnehmen. Geht aber nicht, weil wir kein blaues Mana haben. Weil die Donny-Zuschauer haben gesagt, nein, wir wollen grün hier drin haben. Geht hier von den Kreaturen noch was? Was ist mit dem Typen? Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten 1-1 bis wenn es zu ist. Wir haben aber nicht so viele Kreaturen. Aber wir haben vielleicht ein paar 1-1-Kreaturen, aber auch nicht so viele. Beschützender Greif. Boah, der nervt mich, ey. Der nervt mich. Ich glaube aber, unter allen Kreaturen, die wir haben... Oder haben wir noch eine saftige rote Kreatur? Nee, die sind alle crap. Die sind alle crap. Nee, komm. Na, dann lass uns den Beschützergreif reinnehmen, auch wenn es keinen Sinn ergibt, dass der Beschützer heißt. Es nervt einfach. Es nervt. Der beschützt nicht. In 2 Reißen rein, die war doch gegen dich mega gut. Ja, aber nur mit dem Kicker in schwarz. Und wir haben kein schwarzes Mana. Ich habe das Gefühl, die ist nur mit dem Kicker richtig gut. So, Leute. Übrigens, an die Donny-Zuschauer, ihr könnt, falls ihr Bock habt, mit der Maus über die Karten gehen und dann könnt ihr sie euch in eurem Twitch-Fenster groß angucken. Dann könnt ihr sie in Ruhe durchlesen, falls euch das hier alles ein bisschen schnell geht. Och nee, jetzt nicht ein Doppelmulligan, Leute, das geht nicht. Aber wir haben hier zumindest die Möglichkeit, ein Gebirge uns zu suchen. Alles recht billig, ne? Komm, dann schmeißen wir ein Land raus. Ist Wahnsinn. Ich weiß. Ist absoluter Wahnsinn, was ich hier mache. Aber gegen Solid Chris muss ich einfach wirklich jedes Register ziehen. Solid Chris wird nicht so... Oh, einfach gar nichts ausspielen kann.
Okay. Gut, das ist vielleicht für die Donny-Zuschauer ein bisschen merkwürdig. Hä, warum spielt der ein Spiel, wo man nichts machen kann? Der spielt an. Dieser Florentin Will. Den habe ich mal als Beefträger gesehen. Jetzt gucke ich mir mal diesen Twitch-Stream an. Nee, gehe ich jetzt mal objektiv rein. Nee, gucke ich mir einfach mal an. Bin ich unvoreingenommen. Aha, der baut sich da ein Deck zusammen aus verschiedenfarbigen Karten. Und dann geht es spiellos und dann macht er gar nichts. Und dann kann man nichts machen, oder wie? Das ist der Sinn des Spiels, dass man gar nichts machen tun oder kann, oder wie? Und dafür gibt er so viel Geld aus. Verstehe ich nicht. Nee, ist nicht meins. Gib mir ein Gebirge. So, Freunde, jetzt habe ich ein Gebirge. Jetzt habe ich ein Gebirge. So, der hat natürlich jetzt schon einige saftige Kollegen hier dabei. So, 5 Manarinos haben wir auf jeden Fall. Ich würde gerne Kreatur ausspielen, aber leider befürchte fast, wir müssen hier was wegseppen. Und zwar nur mehr auf 8 HP, ey. Es bringt nichts, jetzt für 2 Mana eine Kreatur zu spielen, die man raustradet oder einfach Blitzeinschlag für 2 Mana zu spielen. Leute, es ist einfach... kein Unterschied. Solid Chris... gibt uns keine Pause, keine Verschnaufspause von Solid Chris. Gar nichts. Gar nichts. Nö, komm. Was ist das jetzt hier? Kreaturenspielsteine? Ist das dein Ernst? Na wohl. Nö, das schmeckt mir. Peng. Und wenn er denkt, er könnte jetzt angreifen mit 3 Kreaturen, sage ich nee. Ciao, Bau. Ach, die wird auch immer wenn die angreift und dadurch getappt wird, kriegt man einen Lebenspunkt. Fein, feine Sache. So, jetzt können wir endlich mal das Ganze hier drehen. Ja, das ist natürlich jetzt eine absolute Verschwendung. Ich glaube, ich spiele einfach nochmal Blitzeinschlag. Was soll das? Was soll's denn? Leute, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr bei Donny das besprochen habt, aber die Queen ist tot. Die Queen ist tot. Wobei, warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wer von euch den Multiversum-Podcast hört. Von Nils und mir. Und da haben wir mal... eine Folge gemacht, wo wir Wahrsager sind. Also wir sind in jeder Folge aus einem anderen Universum und manchmal sind wir Ameisen, manchmal sind wir Wahrsager, manchmal Ärzte und so weiter und so weiter. Irgendwie hu hu hu. Und wir haben den Tod der Queen vorhergesagt in einer Folge. Kann sich jemand erinnern, für welches Datum wir den vorhergesagt haben? Weil ich in meiner unendlichen Hybris und meinem Narzissmus glaube ich, dass das Wort September gefallen ist. Stell dich mal das vor. Ich glaube, der 8.9.22. Jetzt hast du mich aber... Thunderbar, jetzt hast du mich aber gekriegt kurz. Für eine Sekündle. Für eine Sekündle. Multiversum ist gleich deutsche Simpsons. Okay. Leute, ich muss hier mal ein bisschen Rambazamba machen. Das ist jetzt dumm, aber 2 Lebenspunkte sind leider nicht wenig. So, jetzt kommen wir hier mal vor. Yes, Alter, was für ein fucking Zug, ey. Ey, was für eine Combo. Nämlich,
Immer wenn andere Kreaturenkarten ins Spiel kommen, kriegt die eine 1-1-Marke. Und der hat den Effekt, dass er am Ende meines Zuges guckt, ob irgendeine meiner Kreaturen eine höhere Stärke hat als seine Standardstärke. Was der Fall ist, wenn sie eine 1-1-Marke ist. Denn sie hat normalerweise nur 2-2, mit der 1-1-Marke eine 3. Das heißt, ich habe in dem Moment direkt eine 1-1-Kreaturenkarte bekommen. Bap, bap, bap. Ja, jetzt sterbe ich, weil er eine Taube hat. Nicht so wichtig. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Ja, aber die kann ich ja jetzt sehr lange aufhalten, ne? Weil die keinen Trample haben. Das ist kein Artefakt. Ich schau mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Oh, Elias Ilkor. Den haben wir auch zur Verfügung gehabt. Aber verschmäht. Achtung, jetzt wird's schlau. Ich block jetzt nämlich mit meinem 1-1er und meinem Affen. Und kurz bevor es zum Kampf kommt, opfere ich meinen Affen, um das Artefakt zu zerstören. Jetzt gilt diese Kreatur allerdings als geblockt, obwohl sie nicht gegen eine Kreatur kämpft. Schlau! Ja, das ist jetzt natürlich Quatsch. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng! Jetzt wird's richtig eng. Oh oh. Oh oh, ich glaube, er hat Lethal. Chris hat Lethal. Das klingt wie so eine RTL 2-Sendung. Chris hat Lethal. Sehr, sehr unerfolgreich. Nach relativ kurzer Zeit abgesetzt von RTL 2. Chris hat Lethal. Chris hat Lethal. Chris hat Lethal. Und die Kinder so. Was? Lethal bedeutet, wenn man in einem Zug den gegnerischen Lebenspunktekontostand auf 0 heruntersetzen kann, womit dieser das Spiel verliert. Wow. Ah ne, jetzt kriegt er einen, ne? Ja, das ist jetzt alles nur noch pro forma. Ach, keine Ahnung, ich hab verloren. Ja, krass, Queen ist tot jetzt. Was? Ich lebe? Das war so nicht geplant. Jetzt beginnt bestimmt für Großbritannien eine neue Zeitrechnung. Hey, ihr kommt für Magic, ihr bleibt für die politische Analyse. Ich würde sagen, jetzt beginnt für Großbritannien eine neue Zeitrechnung. Ich glaube, für die Bevölkerung von Großbritannien ist das ein großer Schock, aber auch eine Möglichkeit. Jetzt gibt's einen König, ne? King, sagt man jetzt. King. Nicht mehr Queen, sondern King. Tja. Chicken Giblets! Ach, das finde ich gut an Magic, dass man einfach nie einen wirklich furchteinflößenden Gegner vor sich hat. Ey, ich würde sagen, 3 Blitzschlag sind schon mal 9 Schaden. Guck mal, fehlen nur noch 11. Großbritannien, das Land ist in Unruhe. Was wird der Tod der Queen für die außenpolitischen Verbindungen dieses traditionsreichen Landes bieten?
Für viele Menschen war die Queen einziger Anknüpfungspunkt nach dem Brexit. Was passiert, wenn auch dieser nun wegfällt? Unser Reporter steht vor dem Buckingham Palace. Was sagen Sie? Ja, weißt du, also jetzt, das ist jetzt eine Zeitenwende, weißt du? Das ist jetzt ist alles anders. Vielen Dank an unseren Reportern vor den Buckingham Palace. Wir haben einen Studiogast geladen. Herr Dr. Weselgrund, Sie sind Experte für die Geschichte Großbritanniens. Wie schätzen Sie die Lage ein? Ja, das ist jetzt eine Zeitenwende. Also das ist jetzt natürlich was, also da ändert sich jetzt alles quasi. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ah, leider fehlt immer noch ein viertes Mana, um den beschützenden Greifen zu spielen. Verunsicherungen, die auch den Aktienmarkt beeinflussen können. Wird der Spieler Kodowich wieder zum Allheilmittel Blitzeinschlag greifen? Wir schalten in seine Hand. Ja, tatsächlich, Blitzeinschlag ist die Wahl. Ja, was, jetzt geht's aber los hier. Hallo. Oh, guck mal, ich habe schon drei Farben in Domäne. Och, das sieht doch herrlich aus. Das sieht doch herrlich aus. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Er weiß, dass ich spontan Zauber habe. Eine unerwartete Aktion, aber ich hau den um. Jetzt darf ich auf keinen Fall blocken, das wäre jetzt super dumm. Fulda Maut, hier werden keine offensichtlichen Witze gebannt. Keine Witze gelöscht, soweit sind wir noch nicht. Die Leylinienverbannung. La la la. La 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 la. La la la. Ja, irgendwie ist das alles jetzt so ein bisschen mau, ne? Es ist jetzt alles irgendwie. Es ist die Magie verloren gegangen. Irgendwie ist die Magie verloren gegangen. Ja, obwohl, wir kriegen ja nochmal zwei Schaden rein, ne? Das gleicht das Ganze so ein bisschen aus. Rede ich mir ein. Ich will irgendwie den ganzen Tag nur Blitzeinschlag wirken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie will ich den ganzen Tag nur Blitzeinschlag wirken. Ich will Blitzeinschlag wirken und dann bin ich zufrieden. Papp! Phyrexianische Spionage. Was soll ich jetzt abwerfen? Der kostet 4 Mana, der kostet 5. Nee, ich glaube, der Kodex kann mir noch lange gute Dienste leisten. Ich kann mir keinen Bonus leisten! Warum fragt er mich immer noch, ob ich was machen will, was ich mir offensichtlich nicht leisten kann? Er kennt meine Finanzen. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh, ey. Das waren zwei gute Karten. Ach, oh, ey, ey, ey.
Ja, jetzt wird angegriffen, Freunde. Ja, nicht die schlechteste Grundvoraussetzung, die man überhaupt haben kann. Starker Flieger in der Luft. Oh, jetzt kriege ich einen Vogel. Aber ich habe noch einen Blitzeinschlag im Deck. Ich habe 4 im Deck und ich habe erst 3 gezogen. Ja, oder so. Leute, wie viele Karten kann man denn haben? Was hat denn der für riesige Hände? Na, guck mal. Da könnte ich jetzt zum Beispiel gar nichts wirken. Ich muss schon angreifen, oder? Oder? Nee, ne? Er hat keinen Reacher. Nee, ich warte lieber. Ich warte lieber. Ich glaube, ich greife nicht an. Der hat auch Rot. Der kann auch irgendwie plus 3 Schaden machen und so. Und dann ist Lethal oder so. Das ist unnötig. Auf der Hand. Schöne Kombination. Und jetzt gibt mir noch einen Blitzeinschlag. Fast. Aber die gefällt mir. Aber kann gut sein, dass es jetzt mein Untergang ist. Wer weiß. Nee, das krieg ich schon hin. Das wird schon. Kommt darauf an, was seine Karte ist. Wenn er jetzt genau die richtige Karte gezogen hat, aber sieht nicht so aus. Jetzt kann er mit dem schon nicht mehr angreifen. Nee, er hat nichts. Warum denn so pessimistisch, No Gaming Talent? Es sei denn, er hat jetzt eine Plus-Stärke-Karte. Nee, hat er nicht. GG. Nice. Okay, klappt doch. Immerhin ein Sieg. Da bin ich eigentlich immer schon zufrieden. Wenn ein Deck einen Sieg holt, dann passt das für mich. Das passt für mich, das reicht. Einfach so ein One-Hit-Wonder. Manche der berühmtesten Menschen der Welt haben eigentlich nur eine coole Sache gemacht. Deswegen versuche ich immer daran, meine Decks zu messen, ob sie es schaffen, eine gute Sache zu machen. Für manche Menschen ist eine gute Sache schon völlig ausreichend. Ey, wenn man die in Zug 3 wirken kann mit Kicker, ist schon mal gut. Ich sag jetzt mal Hallo. Weil jetzt bin ich entspannt, jetzt bin ich beruhigt, jetzt bin ich entspannt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Kreatur hat Double Strike.
die will ich unbedingt mit Bonus wirken. Vier, drei Trample. Gar nicht mal so schlecht. Ey, warum fiebt denn mein Ohr die ganze Zeit? Ich bin doch nicht so laut, oder? Ah, der phyrexianische Wüterich scheint sehr beliebt zu sein. Ach, nur für eine Runde? Ach, ich dachte, der bleibt immer drauf. Was jetzt besser, Blitzschlag oder Double Strike? Double Strike hieße 4 Schaden auf ihn und die Kreatur ist weg. Warte mal, noch, vielleicht noch Stärke der Koalition. Warte mal, das sind 6, das wären 8. Ne, warte mal, ganz kurz. Dann wäre er auf 5, 10, 8 Schaden, wäre er noch auf 7. Klar, Alter, ich habe einen Blitzeinschlag, Mann. Was soll's? Fuck it, ey! Fuck it! Rein da, Mann! Rein da! Angreifen? Wenn ich ihn wegsepp, dann mache ich direkt 3 Schaden. Fuck it, ich baller jetzt einfach rein. Der denkt doch eh, ich habe einen Combat-Trick, oder? So, soll ich den jetzt retten? Oder ihn auf... ihn auf 3 setzen? Nee, Alter, ich setze ihn auf 3, Alter. Ich baller hier rein, Mann. Scheiß drauf. Rein da, Mann! Rein da einfach! Ich hab noch 3 weitere Blitzschläge in meinem Deck. Ich muss nur einen ziehen und hab gewonnen. Easy. Okay, gut. Schau dir die Hand eines Gegners an und bestimme dann einen beliebigen Kartennamen. Zaubersprüche mit dem bestimmten Namen, die dein Gegner wirken, kosten 2. Mehr aktivierte Fähigkeiten von Quellen. Okay, also der blockiert einfach meinen Serra in Bild. Wo kommen denn jetzt wieder Lebenspunkte her für den Typen? Fuck, der dreht das. Friedensstifter. Schwöre eine Verzauberung deiner Wahl. Das kann gegen Weiß auch sehr nützlich sein. Ach, der hat Wachsamkeit, ne? Ich bin Dusselbold. Was passiert jetzt hier? Beide haben Wachsamkeit. Den könnte ich auch wegsetzen.
Boah, der ist bitter, aber legendäre Kreatur. Ich glaube, ich mache nix. Ich glaube, ich warte so lange, bis ich noch einen Blitzeinschlag ziehe. Bestimmst davon einen Kreaturen- oder Planeswalker-Karte. Also verliere ich die, okay. Verrechnen. Ah, jetzt hat er aber auch meine Karte gesehen. Jetzt weiß er, was los ist. Ich setze alles auf mein Kartenglück. Ich setze alles auf mein fucking Kartenglück. Ist mir jetzt egal, ey. Ist mir jetzt wirklich egal. Ich hätte so Lust, dieses super High-Concept, legendäre Kreaturen, super Shit-Deck einfach mit zwei Blitzeinschlägen zu zerstören. Bitte, komm. Bitte, bitte, bitte. Na also, Freunde. Da haben wir's doch. Ah, er hat einen Counterspell? Nein! 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 Das ist nicht dein Ernst! Ah, nein! 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 Wie dumm kann man sein? Wie gierig kann man sein? Ich wurde bestraft. Nein, Leute, wir sind hier alle auf derselben Seite. Ich wurde zu Recht bestraft für den Bullshit, den ich gespielt habe. Das war schlecht gespielt, das war zu gierig, das war zu dumm, das war zu sehr auf Kartenglück vertraut und ich wurde bestraft und ich bin froh, dass es Gerechtigkeit gibt in der Welt. Das war erbärmlich. Ich schäme mich für dieses Spiel. Ich schäme mich für dieses Spiel. Bitte, das müsst ihr jetzt auch nicht. Lass uns einfach nicht mehr über dieses Spiel reden. Let's go, Kyofu! Oh, nee, noch. So, danke, aber noch will ich nicht aufgeben, ist nett. Machst du auch bald einen Premier Draft? Natürlich, aber in den ersten Tagen finde ich es immer ganz cool, wenn man Sealed spielt, während es Sealed noch gibt, aber alles ganz... Wir haben doch noch eine ganze lange, lange, lange Zeit mit diesem... mit dieser Erweiterung, da muss man doch nicht sofort da rein. Wen mag ich hier lieber? Ich glaube, die Ritterin passt ganz gut. Man darf aber immer nur ein Ziel abkommandieren, ne? Eine nicht angreifen, okay. Ja, der ist echt beliebt. Der Wüterich ist sehr beliebt. Vier Mana für beschützender Greif. Ja,
fliegend ist einfach immer eine valide Win-Condition in Limited, von daher. Warum nicht? Warum nicht? Der Bibliothekar-Automat. Wende Hellsicht 2 an. Ah. So. Vier Mana. Berserker. Da brauche ich noch einen. Das mache ich wahrscheinlich im nächsten Zug. Der greift an mit Double Strike 6. Wird einfach tot geblockt. Ich glaube, ich baue einfach noch eine Runde weiter auf, oder? Der Schaden ist doch solide. Kann man doch auch mal machen. Ganz schuldfrei. Ganz locker und schuldfrei. Erzeuge 2/1/1 weiße Soldat-Kreaturspielsteine. Ich glaube, die sind echt nützlich. Vor allem, weil der Gegner kaum Trample oder so hat, ne, mit seinen Farben. Dann sind die auch immer gute Blocker. Blocker, Blocker. Gut, da kommt natürlich jetzt noch einiges zusammen. Ich glaube, ich spiele erstmal das hier. Gib mir grün. Ach, jedes Mal kriegt er das. Das ist natürlich auch spannend. Das war mir gar nicht klar. Okay. Ja, dann... Okay, dann ergibt es tatsächlich mehr Sinn. Im Sinne von, je mehr Leute er beschützen muss, desto stärker ist er so. Okay, ja. Kann man drüber reden, kann man drüber reden. Wir haben 6 Mana. Ist jetzt ein bisschen... Ich glaube, ich hau einfach den... Ja, den kann ich jetzt aus dem Friedhof ausspielen. Ich glaube, irgendwann muss dieser Elas Ilkor einfach weg. Warte mal, bei dem geht es immer nur um Kreaturen sterben, ne? Wir nehmen bis zum Ende des... Ah, das ist mit Bonus. Okay. Ah, und mit Schwarz darf man es auch noch opfern. Aber er hat jetzt keinen Mana mehr, um Sachen auszuspielen. Ah, das ist ein starker Zug trotzdem. So, wir haben 2, 4, 6 Mana. Das reicht noch nicht ganz dafür. Und die ohne Bonus zu zaubern, ist jetzt, glaube ich, auch albern. Nee, dann lass uns doch den Kodex spielen. Der ist zwar teuer. Sollen wir mit dem auch mal angreifen? Als 2-3er. Ja, komm, oder?
Jetzt, wo er keinen Mana hat und das nicht aktivieren kann, ist meine Erklärung, nachdem es stattfindet, ne? Da sind wir uns einig. Nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Er hat es nämlich keinen Mana, um die Fähigkeit zu aktivieren, um sie zu retten. Deswegen war das ein sehr guter Zug. So, er hat eine Menge Mana. Er hat eine klassische Mam-Menge Mana. Oh, fuck, ey. Na gut, immerhin nicht ganz so schlimm. Wir können unsere Tempeldienerin beibehalten. Das ist doch schon mal gut. Okay, gute Karte. Blitzeinschlag, nie verkehrt. Mag ich immer gern. Was? Das kostet ein Mana für den. Wie viel kostet das denn für mich? Schade, dass diese Mana-Kosten nicht angepasst werden vom Spiel. 2, 4, 6. Reicht nicht, ne? Alter, der darf jetzt jede Runde eine Karte ziehen. Holy Mosel. Das ist schon stark. Für ein Mana, ey. Ein Mana. Ja, der hat jetzt, glaube ich, seine... Ah, der hat es noch nicht mal voll. Moment mal. Kann eine bleibende Karte opfern, die weder Land noch Spielstein ist? Falls er dies nicht tut, verliert er und du ziehst. Na gut. Jetzt zaubern wir unseren starken Engel. Mit Bonus. So. Jetzt haben wir gute Chance, hier zu gewinnen. Aber er hat natürlich schwarzes Mana und viele Karten und zieht wahnsinnig viel Zeug. Also die ist überlebt nicht lang, genau. Genau so. Beim Rechtsklick hast du die angepassten Kosten rechts stehen. Nee, habe ich nicht, oder? 5 ist es die angepasste. Nee, ich habe nicht die angepassten hier stehen. Oder ich übersehe was. Hier, es ist immer noch 5. Obwohl es eigentlich viel weniger kostet. Eigentlich kostet es nur 2 Mana. Oben, wo dick Kosten geändert steht. Ach hier. Mana Kosten der Fähigkeit auf 2 geändert. Alles klar, das stimmt. 4. 3, 2, 4, 5 Mana. Ah. Ja, wir sind beide Bücherfreunde, wie es aussieht. Wir lesen beide gerne. Nee, da habe ich jetzt ein Counterspiel. Nee, da habe ich jetzt... Nee, ich gebe dir nochmal plus 2 drauf. What? Jetzt hat er auch noch Lifelink? Das ist brutal, wie viele Karten der hat. Ey, das ist echt unglaublich. Ich meine, ich kann auch recht ordentlich Karten ziehen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber nicht zu vergleichen. Ich glaube, das wird nichts mehr, Freunde. Ja, die Karte, habe ich das Gefühl, die ist, die wird dieses Set dominieren. Jetzt habt ihr mal was gehört, Freunde. Jetzt habt ihr mal was gehört.
die wird die Meta beeinflussen. Jetzt müsste ich halt nur meinen Affen ziehen irgendwann mal, ne? Ah, Leute! Bonjournchen! Guck mal, da habe ich es doch gesagt. Guten Tag. Na, ich counter dir den weg. Mäh. Leute, ich habe die... Oh, habe ich die perfekte Antwort oder was? Habe ich die perfekte Antwort auf seinen Kram oder nicht? Nee. Okay. Kannst du aber nicht verhindern, mein Lieber. Kannst du nicht verhindern. Ah, schade, ey. Ich greife nicht an, oder? Nee. Das ist nicht wert. Oh, wir haben Alternative Art Karten. Toll. Wie viele fucking Karten kann man eigentlich auf der Hand haben, hä? Huh? Warum ziehe ich nur Crap? Das könnte so ein geiles Spiel sein. Ich habe so viel Mana und kann Karten ziehen und alles, aber irgendwie ist alles schlecht. Ja, war ein schönes Spiel. War ein schönes Spiel. War dann doch noch ein schönes Spiel. Ah, schade. Ich hätte gedacht, da geht mehr raus als nur ein Sieg, aber ist okay. Wir kriegen 3 Booster-Packel, ist auch nicht schlecht. Komm, dann reißen wir jetzt noch ein bisschen auf. So, was haben wir hier? Rankenwandler, Naturtalent. Tafelberg. Knochenspreißler, Bonesplinter. Ah ja, das hatten wir gerade. Schild der Verteidigung, 1-1 Marke, Lebensverknüpfung und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist doch mal aber eine feine Karte, oder? Oft ernten solche Karten nur Naserümpfen. Aber die hat echt eine Menge. Lifelink 1-1 dauerhaft. Unzerstörbarkeit. Astor. Spiel kommt, schau dir die obersten 7 Karten an. Du kannst Ausrüstung oder Fahrzeugkarten. Ach Leute, das interessiert doch keinen. Wer spielt denn Ausrüstung oder Fahrzeugkarten? Logomos, Hand des Hasses. Ah, der erzeugt jede Runde diesen 2-1er mit Trample. Den Infanterie haben wir auch schon gesehen. Sabotage. Negieren. Die Kräuterkundlerin, glaube ich, die wird auch ein Staple des Sets werden. Verseucher der Vitalität. Ah, das ist unser Defiler in grün. 5 Mana, 6-6. Und wir kennen es, ne? Statt grün zu bezahlen, darf man für bleibende Karten 2 Mana zahlen. Immer wenn du einen grün bleibende Karte Zauberspruch wirkst, lege auf jede Kreatur die... Wow! Auf die Kreatur dann auch, die ins Spiel kommt? Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst. Wirken bedeutet nicht resolven, ne? Wirken bedeutet nur, er geht aus der Hand auf den Stack. Das bedeutet wirken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die Karte, die Kreatur, die man ausspielt, kriegt nicht die Marke. Weil die zu dem Zeitpunkt, wo der Trigger stattfindet, noch auf dem Stack ist. Ist das korrekt? Gut. Trotzdem sehr stark, weil er zumindest eher auch immer eine 1-1 Marke kriegt. Ne? Das ist auch schon sehr stark. Also man hat ja mindestens eine Kreatur im selben. Fäulniswalze check ich nicht. Es gibt irgendwo vergraben ein Verteidiger-Deck irgendwo, aber das check ich nicht. Gleich der Anzahl an Standardländern, die du kontrollierst. Ja, Domain ist ein bisschen riskant. Ich hab das Gefühl, ich werde noch oft in die Domain-Falle stürzen.
Eine Kreatur erhält 3-3 bis zum Ende des Zuges. Falls die Bonuskosten bezahlt werden, kriegt er stattdessen eine 4-4 und Trample. Und Eile! Ja, das gefällt mir doch alles wieder. Karn, lebendes Vermächtnis. Werde ich nie sehen im Limited. Erzeuge einen getappten Kraftstein, Spielstein. Dieses Mana kann nicht ausgegeben werden, um einen Nicht-Artefakt-Zauberspruch zu wirken. Dieses Mana kann nicht nicht ausgegeben werden, um keinen Nicht-Artefakt Nicht-Zauberspruch zu wirken. Okay, Leute. Okay. Bezahle eine beliebige Menge Mana, schau dir entsprechend viele Karten oben von deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest in. Oh, cool. Du hältst ein Emblem mit, tappe ein ungetapptes Artefakt, das du kontrollierst. Dieses Emblem fügt einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Welche Farbe hat das Emblem? Ist es dann Schaden ohne Farbe? Gibt's sowas? Gibt's eigentlich Schutz vor Farblosen? Ja, schon, ne? Wir hatten doch zum Beispiel diese Steinschlange. Nee, die hatte Schutz vor mehrfarbigen. Gibt es Schutz vor farblos? Protection against colorless? Gibt's das? Mein Gott. Computer, sei doch nicht immer so nervig, bitte. Against colorless. Another target creature you control gains protection from colorless. Aha. Mein Gott, gib mir doch den Jesus, ey. Warum ist alles immer so schwer? Warum ist das so nervig? Warum finde ich den denn nicht? Ah, doch. Weil dieser Schaden ist ja komplett farblos, oder? Also der ist ja nicht mal colorless. Das heißt, es ist technisch unmöglich, sich mit Schutz vor diesem Schaden zu bewahren, oder? Weil ansonsten hat Schaden ja immer eine Quelle und diese Quelle hat eine Farbe. Und diese vor dieser Farbe kann man sich dann auch schützen. Hexproof? Hexproof schützt doch nicht vor Schaden. Achso, nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Darum geht's mir nicht. Mir geht's um die Schutzmechanik. Protection against. Also, was ich damit sagen will, ist das nicht, also meine Frage ist das nicht sehr ungewöhnlich, dass Schaden keine Farbe zugeordnet hat? Darum geht's mir. Oder gibt es andere Fälle in Magic, in denen Schaden keine Farbe hat, nicht mal colorless. Oder? Das ist doch schon sehr ungewöhnlich. Bestimmte Spielsteine haben auch keine Farbe. Wirklich. Ich kenne keine Spielsteine, die Schaden haben.
Colorless und keine Farbe ist doch das Gleiche. Genau darum geht es hier. Genau darum geht es hier gerade. Alles von Artefakten. Nee, Artefakten machen ja Colorless Schaden. Und dagegen könnte man sich schützen, zum Beispiel mit Protection from Colorless. Oder? Also es gibt einen Unterschied zwischen Colorless und keine Farbe. Weil das hier schützt gegen Colorless, schützt aber nicht gegen diesen Schaden. Weil das Emblem ist nicht Colorless. Oder? Das hier ist was anderes als Schaden einer Colorless-Quelle. Oder ist das Emblem automatisch auch Colorless, weil es aus einer Colorless-Quelle erzeugt wurde? Jedes Artefakt ohne Farbe ist farblos. Korrekt. Aber farblos kann auch geschützt werden. Protection from colorless. Die Frage ist, ist das Emblem colorless? So wie Khan selbst? Weil normalerweise kennt man ja erzeuge ein roten Spielstein. Das Emblem ist genau wie Khan farblos. Colorless ist jedes Permanent, das keine der fünf Farben hat. Ah, okay, interessant. Dankeschön. Ich dachte auch, wie bei Farben, muss Colorless explizit zugewiesen werden. Wie ist das denn bei anderen Emblemen? Create Emblem. Emblems have no color, name, card type or anything else. Emblems have no color. Das ist ja was anderes als Emblems are colorless, oder? Oder ist das dasselbe? Their place in the command zone? No, no, no. Mir geht es jetzt übrigens nicht um irgendeinen spielrelevanten Effekt. Mir geht es schlicht und einfach nur um, wie das geregelt ist. Soweit ich weiß, gibt es einen Unterschied zwischen keine Farbe und beliebige Farbe. Nein, ist nicht dasselbe. Colorless ist gleich die Abwesenheit der fünf Farben. Da müssten wir jetzt zum Beispiel gucken. Create Colorless Token. Ob das explizit definiert wird. Wenn du zum Beispiel einen Spielstein erzeugst. Kommt, Leute, bitte macht nicht alles immer unnötig. Nochmal kurzer Disclaimer, mir geht es einzig und allein um die Neugier, wie Magic funktioniert. Es geht nicht um irgendeine spielrelevante Situation oder sonstiges, mir geht es einfach nur darum, wie das geklärt ist. Aus reinem Interesse, nicht, dass es irgendwie effizient ist oder sonstiges. Text, warte mal. Create colorless token. Ja, ich glaube, so ist das dann auch nicht formuliert. Können wir starten? Hier zum Beispiel. Hier wird explizit erwähnt, create a 1-1 colorless creature token. Das kann jetzt natürlich auch einfach Bequemlichkeit und Hilfe sein, aber so wie ihr es vorhin ausgedrückt habt, hätte das den exakt selben Effekt, wenn hier nicht colorless stehen würde. Tokens sind automatisch colorless, wenn ihnen keine der anderen fünf Farben zugeordnet werden. Ne? MTG Wiki colorless. Okay, wir schauen uns mal den Artikel an.
Colorless has two in-game meanings. It is either a type of object or a type of mana. Note that colorless is not a color and is not represented in the color wheel. Okay, soweit so gut. Ich bin deswegen auch davon ausgegangen, dass man sich nicht vor colorless Schaden schützen kann. Deswegen war ich auch ein wenig überrascht, dass das hier möglich ist, Protection from colorless zu bekommen. Aber es ist möglich. Das heißt, das wäre dann Protection von allen Karten, die nicht einer der fünf Farben zugeordnet sind. An object with no colored mana symbols in their mana cost is colorless. Most artifacts are colorless, as are some creatures like the Eldrazi, und so klar. Colorless Planeswalkers. Colorless gets access to pretty much everything, but an inefficient... Die Frage ist, warum hier nicht einfach steht, Emblems are colorless, anstatt have no color. Vielleicht ist es auch das Gleiche. An object with no color is colorless. Okay, cool. Colorless is not a color. Okay, aber da haben wir es. Da haben wir die Regel. An object with no color is colorless. Bedeutet, der Token, das Emblem, das von Khan erzeugt wird, ist colorless. Und somit könnte man sich auch dagegen schützen, weil der Schaden, der daraus entspringt, colorless ist. So zum Beispiel könnte Giver of Runes eine Kreatur schützen gegenüber dem Schaden, der aus diesem Emblem entspringt. Oder? So haben wir es doch. Weil ich fand interessant, dass das Emblem den Schaden zufügt, nicht das Artefakt. Deswegen war kurz in meinem Kopf die Idee, Moment mal, das hat ja gar keine Farbe. Aber so ergibt das alles Sinn, weil geklärt ist, dass alles, was keine Farbe hat, automatisch als colorless gilt. Damit könnte auch Protection Against Colorless greifen. Okay. So wie ich das verstehe, ist das Emblem nichts, nur die Fähigkeit vom Emblem ist colorless. Das Emblem selbst ist gar nichts. Na, das Emblem ist ein Emblem. Also ich würde nicht sagen, dass es gar nichts ist. Es ist schon ein Spielobjekt. Also da passiert schon was. Aber nur weil man nicht damit interagieren kann, kann man, glaube ich, nicht sagen, es ist einfach gar nichts. Pedantry Corner? Genau da sind wir gerade. Wir sind gerade in der Pedantenecke. Protection from Colorless verhindert schon, dass das Emblem targeten kann. Also enorm genau genommen kommt es nie dazu, dass der Schaden verhindert werden könnte. Es könnte gar nicht erst Ziel der Fähigkeit des Emblems werden. Also war die große Frage jetzt, ob No Color ist gleich Colorless. Exakt, das war die Frage, genau. Okay. Ich persönlich finde sowas immer sehr interessant, so die Details von Magic-Regeln. Das ist nie relevant, ist egal und den allermeisten auch Zuschauern völlig egal. Aber ich finde es manchmal spannend, sich damit zu beschäftigen, weil das Coole an Magic ist, dass man in der Regel darauf kommt, dass sich Leute damit tatsächlich auseinandergesetzt und eine Lösung gefunden haben. Wie zum Beispiel das hier. Vor allem, guck mal, das ist ja ganz aktuell. Das ist von heute. Was? Die Regel kam heute raus. Hat das tatsächlich was mit dem Emblem zu tun?
Leute, das ist ja hier brandaktuell. Das ist für mich die wichtigste Nachricht des heutigen Tages. Dass Objekte, die keine Farbe haben, farblos sind. Das, also, ich kann mir nicht vorstellen, worüber sonst heute in der Tagesschau geredet wird. Abgerufen am? Ach so, ach, der hat überall. Ach, weil die Webseite greift auf eine andere Seite zu und dann fügt die das Datum ein. Ach Gott. Ach, schade. Ach, schade. Ich dachte, wir wären hier wirklich am Puls der Zeit. Wirklich an der Entwicklung der Magic-Regeln. Ach, schade. Na gut, aber wir haben auf jeden Fall eine Antwort gefunden. Und das finde ich das Coole an Magic, dass man eine Antwort findet. Und ganz kurz, wie war das jetzt nochmal mit Ländern? Warte mal. MTG Lands are colorless. Lands are colorless. Unless an effect specifically gives a land a color, lands are colorless. Sprich, wenn wir Länder haben, die Schaden zufügen, dann fügen die auch colorless Schaden zu, obwohl sie wahrscheinlich eine Farbe haben. Also wenn man die anguckt, sieht man eine Farbe. Regeltechnisch haben sie aber keine, weil die Farbe eines Objekts wird durch die Mana-Kosten definiert. Und da Länder keine Mana-Kosten haben, können sie auch keine Farbe kriegen. Jetzt mal ganz simpel gesagt. Ach, guck mal. Ah, da haben wir sogar genau das als Beispiel. Hier, Vala Kut. Vala Kut. Hier ist genau das Beispiel. When a mountain enters the battlefield under your control, if you control at least 5 other mountains, you may have Vala Kut, deal 3 damage to any target. Genau. Und natürlich, wenn man sich das so anguckt, denkt man natürlich, der 3 Schaden ist rot. Weil das ist ja hier alles rot. Guckt euch das an, rot. Aber der Magic-Kenner weiß, das ist nicht rot. Und somit schützt auch Protection from Red nicht gegen diesen Schaden. Ey, man könnte mit Magic so brutale Jannis-Kannis-Fragen machen und sowas. Das wäre so gnadenlos. Ich habe jetzt letztens in Valorant auch so ein Quiz gemacht. Aber ich glaube, so eine Art Jannis-Kannis für Magic wäre einfach gnadenlos. Aber ich bin leider alleine hier, ne? Also, ich habe hier niemanden. Ich habe keinen Jannis oder so, dem ich die Fragen stellen könnte. Ich bin ganz allein. Dann kann ich mir selber die Fragen überlegen und selber beantworten. Naja. Wie ist das denn bei Ashaya? Ashaya sagt mir gar nichts. Jetzt kramen alle ihre alten Karten nochmal rauf. Non-token creatures you control are forest lands in addition to their other types. Ich weiß jetzt, meinst du die Karte? Sind die anderen Permanents trotzdem farbig? Ja, da ändert sich, glaube ich, gar nichts. Also du meinst, wenn jetzt irgendwie ein roter Drache wird zusätzlich ein Wald, ändert überhaupt nichts. Die Idee ist nur, dass Wälder regeltechnisch, Forest Lands, ja, einfach zusätzlich zu ihren anderen Typen. Ich glaube, das ändert gar nichts an deren Farbe. Ja, interessant sogar. Wir verstehen jetzt, dass ein roter Drache, der zu einem Wald wird, immer noch rot bleibt und nie grün. Er ist keine grüne Quelle. Weil Wälder nicht automatisch grün sind. Aber Wälder haben die regeltechnisch hart festgelegte Regel, dass sie für grünes Mana tappen können. Auch wenn das nicht explizit auf der Karte steht, einfach weil sie Wälder sind. Das ist ja die Idee der Karte, dass jede Kreatur kann man für ein grünes Mana tappen.
Dried Arbor wird jetzt hier noch in den Raum geworfen. Und das ist besonders, weil das ist eine Kreatur, die auch ein Land ist. Land Creature Forest Dryad. Technisch gesehen ist das eine farblose Kreatur. Dryad Arbor isn't a spell. It's affected by summoning sickness. And it has tap to add green. Isn't a spell. Weil Länder sind ja keine Zauber. Länder können nicht gecountert werden. Also kann man das auch nicht countern. Aber es ist halt eine Land Creature. Das ist eine merkwürdige Karte, ja. Ah, dafür ist der grüne Punkt da. Hier haben wir Regeln. Although originally printed with a characteristic defining ability that defined its color, this card now has a color indicator. This color indicator can't be affected by text changing effects. Although color changing effects can still override it. Ah, das hier heißt, dass das tatsächlich eine grüne Karte ist. Ich verstehe. Das gibt's manchmal, aber auch stimmt. Ja, ja, dass da steht is green, dass das einfach dabei steht. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, dass einfach da steht, das ist jetzt hier grün. Aber interessant, okay. In der ersten Version stand noch drauf, dass sie grün ist. Ah, ja, ja, okay. Treetop Village. Guck mal, jetzt kommen die Experten hier raus. Treetop Village. Treetop Village enters the battlefield tapped. Becomes a 3/3 green ape creature with trample. Ja, das meinte ich jetzt gar nicht, aber vielleicht meinst du auch was anderes. Aber interessant. Okay. Haben wir wieder was gelernt? Nichts Nützliches, aber wir haben trotzdem was gelernt. Ist doch schön. Komm, lass uns mal weiter Karten aufmachen. Der Klauber, den haben wir vorhin auch gesehen, ne? Erbstück des Helden, 2, ausgerüstet, 2/1. Legendär, es verursacht sie Trample und hat Eile. Mhm. Oh, den haben wir auch gerade gesehen. Ah, das ist schon sehr teuer dann am Ende, ne? Für 7 Mana darfst du sie übernehmen, einmal angreifen, Effekte nutzen, Eile und dann wird die geopfert. Ja, die Karte ist auch relevant, glaube ich. 2 Mana, Instant, -2/-2. Und wenn du mehr zahlst, kriegst du mehr. Gigs haben wir auch. In 2 reißen. Schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Ja, aber als ungekickt ist die Karte echt nicht so. Ja, auf der anderen Seite, es gibt auch Artefaktkreaturen und das Buch. Und ich glaube, es gibt auch Verzauberung. Oder, nee, Verzauberungskreaturen, glaube ich, gibt es nicht. Hm. Ah, das mag ich gar nicht, sowas, wo der Gegner Karten zieht. Wie nervig ist das denn? Uralter Moosbart. 7 Mana, 7/7. Wenn ein Spiel kommt, erst 5 Lebenspunkte. Ja. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Pourquoi pas? Aber merkwürdig, dass es solche Karten in dem Set gibt, die dann nicht als Sumpf oder Gebirge zählen. Weil wir haben ja Domain. Und Domain fragt ja Standardlandkarten ab. Und wir alle wissen, was Standardlandkarten sind. Natürlich alle 5 Basic-Länder, also Wald, Ebene, Insel, Sumpf und Gebirge. Und diese Karte hier zum Beispiel ist nichts davon. Die zählt überhaupt gar nicht als Domain. Es gibt aber mehrfarbige Länder, die haben da stehen Land, Sumpf, Gebirge. Das zählt dann schon, für 2 sogar. Aber die nicht. Die ist ja richtig schlecht mit Domain. Die will man ja gar nicht haben. Aber ganz schlecht ist die auch nicht, ne?
Als Kicker, ja. Damit man die nicht fetchen kann. Aha. Fetchen, wenn man Standardländer aus dem Deck holen darf. Keine Ahnung, da bin ich nicht tief genug drin, um solche Karten zu bewerten. Aber auf jeden Fall, das war Magic für diese Woche, liebe Freunde. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, weil ich jetzt tatsächlich noch was essen möchte. Und danach geht's weiter mit Warcraft. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen reinkommen. Und dann habe ich mein Ligaspiel um 22 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne kurze Pause. Erstmal hier vielen Dank an alle Magic-Zuschauer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Aber darum geht's ja nicht. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Wir machen eine kleine Pause. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen. Ansonsten sind wahrscheinlich auch gerade ganz viele andere Leute online. Oder ihr schaut die Nachrichten der Welt, was gerade so los ist. Ansonsten, glaube ich, ist Nils auch mit am Start. Und ja, wir sehen uns gleich wieder für mehr Warcraft, falls ihr Bock habt. Ansonsten sehen wir uns für Magic. Wahrscheinlich nächste Woche.